Ja, OT wusste ich das, aber ich fand das einfach cool, dass die darüber diskutiert haben. Ich meine, wenn Ragnar jetzt, wenn Ragnar jetzt nicht mehr da ist, muss ich mir aus den beiden Spielern einen neuen Meuchelbuddy raussuchen. Da kann ich dir gerne zur Seite stehen, wenn du das mal richtig rausfindest. Das ganze Meinst Süße und so, das ist ja alles nur noch so am Anfang. So, la la la, die ist nicht mit. irgendwie, wir sollten Bewerbungsgespräche führen. Sind Sie bereit, einem Hochpaktierer des Xaver einen Namen abzuschlagen? Ja, nein, vielleicht. Ja, sie sind eingestellt. Vielleicht wissen wir nicht so genau. Also ich würde ihm lieber die Rüstung klauen, während der Ritter das macht. Alles klar, Sie haben den Job. Übrigens, die Rüstung liegt noch irgendwo. Die müssen wir auf dem Rückweg mitnehmen. Auf jeden Fall. Und dann bin ich schwer dafür, dass wir die irgendwie der Hesindekirche zur Analyse mitgeben oder so. Meinst du wohl eher der Preiskirche zur göttergefälligen Vernichtung? Ja, die Hesindekirche kann das auch, aber die können vorher vielleicht noch irgendwas Wichtiges über ihren Träger oder so herausfinden und das Ding dann dem heiligen Feuer überantworten. Ja, ich empfehle mich, ich gehe nämlich jetzt mit meinem Hund. Entweder später oder bis nächste Woche. Jo, tschüss. Die packen das in eine von ihren Bleikammern und da verrottet das die nächsten 1000 Jahre. Okay, es ist eine Rüstung, die von einem Xaver-Bakterier getragen wurde. Also geben wir das unter Aufsicht der Rondra-Kirche, der Hesindekirche, zum Analysieren. Und dann soll die Rondra-Kirche sich darum kümmern, weil. Sie hat das Recht, weil Xafai, meiner Meinung nach. Ja gut, das geht. Damit kann sich auch unser Meister Ritter anfreunden. Ich wäre natürlich dafür, dass wir das Ding dem Institut der Arkanen Analysen spenden, dass die eventuell was rausfinden, aber die werden es garantiert nicht vernichten. Ich meine, Ragnar wäre es am liebsten, wenn er ihn tragen dürfte. Er darf es gerne tragen, nur er muss mit den Konsequenzen leben. Man muss dazu sagen, die Rüstung von der Kamortgarde sind auch schon ziemlich geil, von den Werten her. Aber auch Kennen die ziemlich Werte von den dämlich. Dingern nicht. Die letzte, die ich anhatte, war 5-2. 5-2 ist nett. Jede Zone? Ja, aber 2 SP pro Tag, ne? Ja, komm. 2 SP pro Tag, das ist nichts. 2 SP oder 2 Verfall? 2 SP. Na gut, Verfall wäre schon ein bisschen übler. Aber ich möchte das Ding auch unbedingt nicht zu lange anhaben. Denn Ja. das ist garantiert einer der Wege, wie man ungebremst in den Minderpakt rast. Ja, das ohne Frage. Also Minderpakt, bist du dir sicher? Also ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein Minderpakt ist. Also wenn du das Ding zu lange Kannst nicht trägst. einfach so in den Seelenpakt reinrutschen, Richtig, das einen ist nicht Seelenpakt musst möglich. du Ja. bewusst annehmen. Ja, natürlich, aber je länger du das Ding trägst, desto größer wird er dir die Versuchung machen. Ja Das klar, also davon. er kann halt mit dir sprechen. Das ist ja auch letztes Mal passiert mit Yalan, wenn er da seine Stimme im Kopf hört, die dann nicht von Preios kam, sondern vielleicht von Plakaratz oder so. Wann hat denn der Stimmen gehört? Das passiert in Folge Wo du 10. nicht da warst. Nee, das Folge war 10 hat's. war halt der kleine Rundringo, der auf meiner Schulter saß und mir Sachen einflüstert, weißt du? Ah. Also li links der Dämon, rechts Rundringo. Also Dachte, das war der gute und der böse Rodrigo. mein Counter zählt auch noch, ne? Wenn Kasim hat noch einmal Charakterot offen und dann ist aber auch für ihn Zapdukse. Ja, ne. Das. Ich hab das erst nicht geblickt mit dem Counter, ne? Aber Ja, jetzt das ist bin ich mir da ja, ein bisschen das vorsichtig. ist mir ja völlig egal, ob du das blickst oder nicht. Ja, aber jetzt achte mal ein bisschen drauf. Ich glaube, ich habe einmal versehentlich Xafra gesagt. Nee, Xafa ist aber auch in Ordnung. Du darfst nur nicht Belalha sagen. Du Ich, darfst die sorry, ich meine, ich habe Zayak-Namen einmal, sagen. ich mein, ich hab einmal versehentlich Belalha gesagt, sogar, So, in der Kneipe. Nee, ich habe mir das heißt mitgeschrieben. Echt? Dann ist gut. Ja, also ich war das, der es gesagt hat. Ich habe Rodrigo es hat einen. gesagt. Rodrigo hat einen und Kasim hat zwei Striche. Also ihr könnt Und ich meinetwegen noch habe einen gerne. Belalha-Strich. Ja, du kannst auch noch zwei andere Striche. Du kannst noch zweimal Charybdis sagen und zweimal Leugramot und hast du nicht gesehen, ne? Das ist alles okay, Also, aber ein welche drittes Namen Mal. sind jetzt böse? Die Die Originalrufnamen. sind die in die Sayat oder Du die kannst Yselim-Namen? Xafai kannst du sagen, aber da wird man dich angucken und Belhalha ist halt verboten. Heißt, ich kann Tiakraman sagen, das ist vollkommen in Ordnung, aber wenn ich Blackerat sag, dann gibt es einen Strich. Ja, dann gibt's einen Strich. Ah, Deswegen nennt man okay. ihn einfach den Herrn der Rache und das Problem ist gelöst. Genau. Oder Und die Schreiten ist eigentlich das Sicherste. tiefe Tochter oder die Ertränkerin kannst du halt dir Ja, aussuchen. Also du kannst Charybdis Die ist böse, Seiste ist Galfusul ist unvollenden. in Ordnung. Wenn du auf der göttergefälligen Seite stehen willst, sagst du einfach Preios Widersacher oder Rondras Widersacher oder hast Genau, Anti-Rondra geht auch. Oder Sorry, da fühle der. ich mich jetzt in Chemieunterricht zurückversetzt. Wir haben hier einmal Rondra und einmal ein Anti-Rondra. Und wenn wir die jetzt zusammenpacken, dann. Ja, nee. Dann lösen sie sich auf, das wäre doch die Lösung. Ich mach schon mal den Schalter auf und fahren. Chor freut sich. Platz wird frei. Ja, und dann. Ah, ich Blut weiß saufen. nicht.
Herzinfressen. Glaub mir. Da wird Links hier dann auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Und hier der komische Ork-Götze will da bestimmt auch noch. Ja, und Nandos wird sich auch über seinen Plan. Also in den dunklen Zeiten. Nandos existiert nicht mehr. Klappe. In den dunklen Zeiten habe ich mich als erstes so total in Shinx hier verliebt und dann dachte ich mir irgendwann, nee, Prasorak ist als dunkle Zeitengott viel geiler. Also ich mag Shinx ja wegen diesem Legionsaspekt gern. Ja, aber das Prasorak ist Selbstaufgabe. Ist halt auch geil. Prasorak ist Schutz der Herde, das ist viel geiler, Mann. Wird Zeit, dass Amalur endlich Schutz der Schwachen, aber nicht mit diesem dummen Rondra-Aspekt. Ja, sondern du schützt die anderen. Nein, du schützt deine Leute, die dir wichtig sind, die zu deiner Familie gehören, zu deiner Herde. Richtig. Ja, genau. Das heißt, du schützt nicht irgendwie, da ist so ein Heckenpenner und du kannst ihn einfach verrecken, dass du einfach sagst, der gehört nicht zu meiner Herde. Wenn der Heckenpenner zu deiner Herde ist, gut, dann hast du ihn zu schützen. Ist die Prasorak-Primärliturgie eigentlich irgendwo bekannt? Nein, deswegen hat der Alka Prasorak ja irgendwie 20 Millionen Punkte Karma gekriegt und Prasorak hat gesagt, mach mal. Nein, ich meine, ob die vielleicht in Myranor bekannt werden. Nein, ist sie nicht. Der Prasorak sucht die, weil die verschollen ist. Auch aber dort. Sie existiert irgendwo. Ich würde es dann schon geil finden, wenn die gefunden wird. Also, die wird ja eigentlich Zeit, dass Famelon endlich mal seinen eigenen Kult kriegt. Ich weiß nicht. Kann Famelon durch Verehrung profitieren? Als Drache? Ist egal, ob er davon profitiert. Das ist mir als Anbeter egal. Okay, dann Kraft, Fokus und Eis. Komm, Kasin, ich leide dir 5, dafür kriege ich 50 zurück. Also bei 15 würde ich sogar machen. Bin mir sicher, komm. Man kann keine AP verleihen. Ich leide dir 5, kriege ich 50 zurück. Ach was, ich mache mit Frosty halbe. Frosty braucht keine AP, er spielt nicht. Doch, warte, nein, in meiner Donnerstagsrunde. Genau, in der Donnerstagsrunde kriegt er ein AP von dir. Das ist eine dezente Schiebung, würde ich gerade behaupten, aber hey. Früher haben die ja auch AP verwettet. Also ich glaube, Johnny und Teferi haben damals eine Wette gemacht und dann. Wie viel? 10 AP? 50? Wir haben 10, 20 und 50 AP gespielt und mein Abu hat einmal 50 AP verloren und einmal habe ich mit einem anderen Charakter dafür das gewonnen. Ja, aber Abu hat einmal 50 AP an Tifi verloren. Also ich habe damit nichts zu tun, das war eine Überlegung, die hatten. Ich habe gesagt, ja, macht halt. Okay, Frage, Frosty. Darf ich mir die Sonderfertigkeit aufschreiben, wenn ich dafür, wenn ich die AP habe, obwohl ich die Voraussetzungen nicht erfülle, kann sie nur einfach dann nicht benutzen? Also quasi den Stab nicht zum Kraftfokus machen? Ja. Dass ich das Ritual gelernt habe, nur einfach dann im Nachhinein dann die Ritualkenntnis weitersteigen. Das geht bei der Charakterschaffung, ich erlaube das bei meiner Gruppe auch mal, dass es eine Rune-Sonderfähigkeit ist, bis du diese Voraussetzung erfüllst.